Diese Dinger werden auch immer schlechter. Keine Angst. Ganz normal. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, auf Ihre Plätze zurückzukehren und die Sicherheitsgurte anzulegen. Anschnallen. Wichtig, Tuerei. Ist gleich vorbei. Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Ein Kaffee für Sie? Du hast die Alpen gesehen. Toller Anblick, was? Das ist ein wunderbarer Flug heute, nicht wahr? Ja. Mein erfolgreicher Tag, das ist das Wichtigste. Keinen Appetit? Schon. Was ist das denn? Nudeln mit Brillanten? Willst du meine Frau werden? Deine Frau? Hm. Aber was ist denn mit deiner Frau? Ich hab die Scheidung eingereicht. Das habe ich dir doch versprochen. Die Scheidung? Das ist ja eine wunderbare Überraschung. Wie schön. Willst du meine Frau werden? Du, Entschuldigung, ich muss kurz vor mir auf Toilette, ja? Entschuldigung. Adrian zum Busch. Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Hallo, Adrian. Heute ist der Termin bei meinem Anwalt. Also keine Ausreden, keine falschen Eintragungen mehr in dem Kalender, keine Atteste. Heute 11 Uhr. Tschüss. Das war Silvi. Aus. Ist doch aus. Dr. Lorenz. Ist sie schon da? So. Schauen Sie lieber nicht hin. Ist egal, ob ich hinschaue oder nicht. Mir wird jedes Mal schwarz vor Augen. Möchten Sie sich hinlegen? Ja.
Ich habe wirklich einiges mitgemacht im Leben. Jetzt zittere ich wegen einer Spritze. Das ist doch lächerlich, nicht wahr? Haben wir auch Angst vor der Spritzen? Nein, nein, keine Angst. Der arme Kerl muss ja schrecklich sein, wenn man so von Ängsten geplagt wird. Ganz schrecklich muss das sein. Haben Sie irgendwelche aktuellen Beschwerden? Nein, eigentlich ist alles in Ordnung. Höchstens Schlafstörungen, Insomnie ab und zu und hin und wieder Inappetenz. Aha. Appetitlosigkeit. Und Schweißausbrüche? Hyperhidrosis. Eher fast selten. Dafür tritt von Zeit zu Zeit aber eine gewisse Tachykardie auf, die von unkontrollierbarem Tremor begleitet ist, unregelmäßig und unsymptomatisch, wobei die gefürchteten Extrasystolen nur teilweise auftauchen. Das ist völlig untypisch, sowas. Sind Sie Arzt? Nein, im Gegenteil. Ich bin krank. Ich kann nur die vielfältigen Symptome nicht richtig einordnen. Sie haben das Herz eines 20-Jährigen. Was? Oh mein Gott, ich habe das gewusst. Ich habe ein zu kleines Herz. Wie lange kann ich damit leben, Frau Doktor? Solange Sie wollen. Ich will von Ihnen keine Beschönigung. Sagen Sie mir das rundheraus ins Gesicht. Gut, wenn Sie die Wahrheit vertragen können. Sie sind der gesündeste Mensch in diesem Krankenhaus. Grüß Sie. Hallo, ich bin die Rita Stolze, Ihre neue Sekretärin. Erinnern Sie sich? Natürlich, guten Morgen. Ich vergesse nie ein Gesicht. Mein früherer Lebensabschnittsgefährte, der hat immer, wenn er mich ärgern wollte, zu mir gesagt, Rita, du hast ein Durchschnittsgesicht. Hm. Hier ist die Telefonliste für heute. Sie stellen sie der Reihe nach zu mir durch, ohne Rücksprache, einer nach dem anderen. Gut, na dann. Ich gehe die Treppe, ist gut für die Verdauung. So ein dynamischer Mann. Er hat einen Gesundheitswahn. Werden sich noch dran gewöhnen müssen. Hallo. Halten Sie sich lieber an mich. Ich trinke, rauche, mache auch sonst alles, was Spaß macht. Axel Reichert, sehr angenehm. Rita, grüß Gott. Hallo, Rita. Zu der Telefonliste. Die Reihenfolge der Anrufe bitte alphabetisch, um Überraschungen vorzubeugen. Bei ausländischen Versicherten unbedingt vorherige Rücksprache. Und wenn Anrufe an mich ergehen, nicht fraglos durchstellen, sondern auch hier Rücksprache. Nicht? Im Zweifel immer Rücksprache. Soweit zu den Telefonanrufen. Besuche werden grundsätzlich nur nach dreitägiger Voranmeldung vorgelassen. Das gilt auch für Firmenangehörige. Ja. So, das wär's fürs Erste. Auf gute Zusammenarbeit? Ja, auf gute Zusammenarbeit. Sie können mit der Liste beginnen. Danke. Grüß Gott. Ich bin die Rita. Servus. Hallo. Was ist los, Frau Stolz? Ich habe gesagt, Sie können beginnen. Ja, natürlich. Ja, Herr Dr. Schöne, haben Sie Zeitung gelesen? Wieder Absturz einer Verkehrsmaschine über Russland. Sie sind doch im Ost-West-Geschäft. Sie fliegen nur einmal in der Woche nach Kiew. 149 Tote. Hochgefährlich ist das. Ich sage Ihnen, gerade in der heutigen Zeit, wo überall Gefahr für Leib und Leben lauert, kann eine Lebensversicherung gar nicht hoch genug sein. Wie kannst du jetzt noch auf die Scheidung bestehen? Jetzt, wo ich gerade gehört habe, dass ich ein zu kleines Herz habe. Vor Jahren hattest du Zungenkrebs, letztes Jahr. Frau Zumbusch, seien Sie mir nicht böse, aber als Ihr Anwalt möchte ich Ihnen raten, die Vergangenheit auszusparen und sich der Zukunft zu widmen. Genau, die Zukunft. Ich möchte, dass du alles bekommst. Die Wohnung, meine gesamte Erbschaft, die Einbauküche, einfach alles. Moment, Moment. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie bei Eheschließung Gütertrennung vereinbart haben. Nicht, dass Sie da wieder kommen und sagen... Ich brauche dein Geld nicht. Ich brauche meine Freiheit. Außerdem habe ich schon immer für mich selbst gesorgt, finanziell gesehen. Ich möchte, dass es dir gut geht. Dann willige endlich in die Scheidung ein. Das ist der größte Gefallen, den du mir tun kannst. Ich stimme allem zu. Nur nicht der Scheidung. Adrian, bitte. Aber du kannst doch alles haben. Warum erträgst du mich nicht einfach so, wie du schlechtes Wetter erträgst? Ja, aber vom schlechten Wetter kann ich mich nicht trennen. Von dir schon. Ist doch nicht weiter schlimm, dass wir uns nicht mehr lieben. Das ist doch beileibe kein Scheidungsgrund. Millionen von Ehepartnern lieben sich nicht. Und gerade das sind oft die besten Ehen. Das stimmt doch, oder? Du kannst einfach nicht alleine sein, Adrian. Das ist alles. Komm, Silvi, jetzt lass uns einfach weiter eine glückliche Ehe führen. Adrian, du treibst mich noch zum Wahnsinn. Ich bin schon in psychiatrischer Behandlung wegen dir. So weit ist das schon gekommen. Die Kosten übernehme ich. Ist doch kein Problem. Selbstverständlich. Wozu ist man denn verheiratet, oder?
Silvi! Silvi! Ich konnte dir es vor dem Anwalt nicht ganz frei sprechen. Ich habe dir noch gar nicht von meiner Spontanheilung berichtet. Ach ja? Ja, alle Ängste sind plötzlich wie weggeblasen. Es ist wie ein Wunder. Ich kann jetzt andauernd Lift fahren oder in Telefonzellen stehen oder im Keller gehen oder mit Schlangen spielen. Das macht mir alles nichts mehr aus. Und Flugzeuge? Oh, ich liebe Flugzeuge. Herrlich, diese engen Röhren und dann das Gefühl, wenn man abhebt. Wunderbar, wir können hinfliegen, wohin wir wollen. Silvi, Kongo, Afghanistan, Irak. Je weiter, umso besser. Schluss mit Urlaub im Schwarzwald. Und Tunnels? Was denn für Tunnels? Da Tunnels. Unterführungen. So wie der dort vorne. Ah, wie der da vorne. Ja, das ist kein Grund zur Panik. Überhaupt nicht. Ich fühle mich in so einem Tunnel neuerdings geradezu geborgen. Ich könnte ganze Tage davon verbringen. Wie in einem Mutterleib. Ja, eben. Kein Grund zur Panik. Solche Tunnel sind vollkommen sicher. Wann hört man jemals, dass ein Tunnel abgebrannt wäre oder gar eingestürzt? Seit 100 Jahren nicht mehr. Mindestens. Komm, Adrian, du schaffst es. Herrlich, so ein Tunnel. Ich dachte, Sie wollen die Scheidung. Das kann ich doch seiner Frau nicht antun. Ich meine, immerhin sind die seit 10 Jahren verheiratet. Ich würde mir ja vorkommen wie ein Verbrecher. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber ich denke, die leben schon seit einiger Zeit getrennt. Ja, aber die führen offenbar eine recht glückliche Ehe. Und da wollen Sie, dass er sich trennt? Sie haben ja eine erstaunliche Berufsauffassung, Herr Dr. Elmer. Na, immerhin war es seine Entscheidung. Naja, aber Sie als Therapeut müssen doch wissen, dass man nicht immer Herr seiner eigenen Entscheidungen ist. Tja, wo die Liebe hinfällt, nicht? Einer ihrer Partner war Asylant und wurde nach Uganda abgeschoben. Ein anderer war seit seiner Jugend impotent. Da gab es einen, wo sich herausgestellt hat, dass der Knastfreigänger war. Und dessen Ehemann, der sich scheiden lassen will. Also irgendwie haben sie Pech mit Männern, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Sieht ganz so aus, ja. Beschreiben Sie mir doch mal Ihre Idealvorstellung eines Mannes. Er ist um die 50. Mhm. Blond gewelltes Haar. Markantes Gesicht, strahlend helle Augen. Beschreiben Sie mich? Einmal dürfen Sie raten. Also erstens bin ich ein Therapeut, also nicht zu haben. Und zweitens bin ich homosexuell. Das wiegt fast noch schwerer. No, das behaupten Sie immer. Wollen Sie Beweise? Ich verliebe mich immer in die falschen Männer. Langsam verliere ich die Hoffnung, dass es den richtigen für mich überhaupt gibt. Die meisten Männer sind sowieso beziehungsunfähig, völlig beziehungsunfähig. Also Nähe und Flucht, wissen Sie, was ich meine? Oh ja, ja. Ne? Ich habe wirklich genug ausprobiert. Warum geben Sie denn nicht auf? Meinen Sie, ich will ein Leben ohne Liebe führen? Zum Busch? Ja, Herr Professor Habach. Es geht um Ihre Lebensversicherung. Haben Sie von dem Hochhausbrand in Buenos Aires gelesen? Da habe ich unwillkürlich an Sie gedacht. In welchem Stock liegt gleich wieder Ihr Büro? Im 24. Oh Gott. Guten Tag, Herr Dr. Oberländer. Guten Tag, Herr Dr. Oberländer. Guten Tag, Herr Dr. Oberländer. Der Bericht ist falsch. Ich hatte versucht, die Inhalte korrekt wiederzugeben. Mit Inhalten beschäftige ich mich erst, wenn die Forderung stimmt. Seitenanzug linke Seite. Bericht über die Sterblichkeitsrate 2,5 cm. Aktennotiz über aktuelle Sterbefälle 3 cm. Wieso können Sie sich nicht daran halten? Ich werde das sofort korrigieren und neu ausdrucken. Außerdem eine inkorrekte Schrifttype. In meiner Anweisung war die Rede von Times New Roman, nicht von Gothic. Natürlich. Zum Busch! Was? Such grad was. Ja, ja. Unsere Reise nach Hamburg hat mir die Augen geöffnet. Wir werden das Geschäftsfeld der Abteilung nicht vergrößern, kommt da gar nicht in Frage. Halte ich für die richtige Entscheidung, Herr Dr. Oberländer, goldrichtig. Morgen ist Vorstandssitzung. Ich möchte, dass Sie in diesem Sinne ein Referat halten. Ein Referat? Ja. Das ist eine große Ehre, aber ich halte das für wichtig, dass Sie das als Abteilungsleiter... Taktisch klüger Sie erklären das, sonst heißt es, ich sei Innovationen gegenüber nicht aufgeschlossen.
Tut mir leid, Herr Dr. Oberländer, aber ich bin morgen verhindert. Verhindert? Das ist eine dringende familiäre Angelegenheit. Zum Busch. Ihre familiäre Angelegenheit interessiert mich einen feuchten Dreck. Wollen Sie in den Außendienst? Klinken putzen, Unfall leben, an der Tür verhökern? Wollen Sie das? Eben. Feigheit vor dem Feinde, das dulde ich nicht. Ein Vortrag vor dem Vorstand zum Busch, das ist der Ritterschlag. Der Ritterschlag für größere Aufgaben. Ich brauche alle Unterlagen zum Themenkomplex betriebliche Altersvorsorge und Reise nach Hamburg noch heute Abend. Tascha an, unser Adrian wird zum Ritter geschlagen. Und wir bleiben gemeines Fußvolk. Wenn ich diesen Vortrag nicht halte, dann muss ich auf Vertretertour gehen. Da muss ich jeden Tag mit fremden Leuten sprechen. Das ist unerträglich. Und was ist, wenn du da oben stehst und kein Wort mehr rausbringst, so wie das letzte Mal? Was ist, wenn dir wieder vor versammelter Mannschaft der Schweiß runterläuft, die Stimme versagt und du so zitterst, dass du fast in Ohnmacht fällst? Was bezwecken Sie jetzt mit dieser Horrorvision? Ich will ihn davor bewahren, dass er seinen Job verliert, so wie mir das passiert ist. Auf deine Hilfe kann ich wirklich verzichten, ja? Ich finde das toll, dass Adrian sich das traut. Wie Sie immer sagen, Herr Dr. Elmer, wir können die Angst nur besiegen, wenn wir ihr nicht ausweichen. Genau. Flüchten oder standhalten. Blödes Zeug. Angelesen und aufgesagt. Scheiße wird nicht besser, wenn man Zimt draufstreut. Bitte. Also, ich habe das letzte Woche ausprobiert, das mit dem Standhalten. Ich war im Zoo bei den Terrarien. 2 Stunden lang. Toll, sehr gut. Und, also am Anfang habe ich es kaum ausgehalten. Aber dann habe ich mir klar gemacht, dass die Spinnen da ja gar nicht raus können. Du musst keine Angst haben, die sind eingesperrt. Das habe ich mir immer wieder vorgesagt, 100-mal, 1000-mal, so wie Sie uns das gesagt haben, Herr Dr. Elmau. Das ist eine ganz tolle Leistung, Edith, mein herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich habe mir dann sogar noch eine Postkarte gekauft von einer Spinne. Stecken Sie die Karte. Ist gut. Die Karte ist weg. So. Tja, meine Damen und Herren, die Angst wird Sie Ihr Leben lang begleiten. Ja. Auch Sie wird die Angst begleiten, wenn Sie den Vortrag halten. Sie müssen einfach lernen, damit umzugehen. Das ist leicht gesagt. Weißt du es? Aber die Psyche ist nun mal kein Organ, das unserem Willen unterliegt. Die Wurzeln meiner Angst liegen hier noch nicht in meiner Psyche. Die liegen auch ganz woanders. Weil meine Psyche nämlich spürt, dass ich bald sterben werde. Tja, Ihre Krankheiten. Haben Sie eigentlich mal die Ärztin besucht, die ich Ihnen empfohlen habe? Natürlich. Die macht einen sehr qualifizierten Eindruck. Aber ich bezweifle, ob die Schulmedizin überhaupt in der Lage ist, mein komplexes Krankheitsbild überhaupt nur im Entferntesten zu erfassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie wissen, hat unser Vorstand angeregt, eine Expansion unserer Abteilung ins Auge zu fassen. Angesichts der neuesten Umsatzzahlen unserer Abteilung 5b Lebensversicherung tauchte die Frage auf, ob die Kapazitäten unserer Mitarbeiter nicht auch anderweitig ausgenutzt werden können. Ach du lieber Gott. Dr. Oberländer und ich haben zur Sondierung dieser Überlegung eine Reise zu unserer zweiten Niederlassung nach Hamburg unternommen, um mit den dortigen Kollegen der Abteilung Altersvorsorge Erfahrungen auszutauschen. Aus. Der Markt, der sich durch das neue Aufgabenfeld auftun würde, mag auf den ersten Blick in große Chancen versprechen. Gute Positionierung durch die problematische Wettenpolitik der letzten Jahre, die breit gefächerte Information der Öffentlichkeit. Unter Berücksichtigung aller Vorteile und sorgfältiger Analyse möglicher Umsatzchancen bin ich zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt. Ich warte daher dringend von der möglichen Erweiterung des Arbeitsfeldes unserer Abteilung 5b Lebensversicherung ab und schließe mit dem Satz, unsere Abteilung bedarf keiner Neuorientierung. Bitte links auf die Plätze. Gut. Kaffee? Nein, danke. Kaffee? Ein Wasser. Ah, zum Busch. Herr Dr. Müller, darf ich Ihnen vorstellen, Adrian zum Busch. Freut mich. Schön, dass Sie schwitzen, Herr Kollege. Wir haben uns alle schier in die Hosen geschissen, als wir zum ersten Mal in der Elefantenrunde gesprochen haben. Ah, schön. Aber jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Jetzt heißt es Hopp oder Top. Wegen der Brisanz des Themas habe ich mir erlaubt, auch die Bezirkssektoren einzuladen. Oh, sehr schön. Wo
Oberländer. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Mein bestes Pferd im Stall. Der nimmt sich die Sache wenigstens noch zu Herzen. Ich habe keine Angst. Ich bin ruhig und gelassen. Ich bitte Sie, Herr Doktor. Sie wissen ja gar nicht, in was für eine Lage Sie mich da bringen. Ich meine, es ist doch lächerlich. Der Mann hat sich den Finger gequetscht und nicht den Kiefer gebrochen. Der kann doch einen Vortrag halten. Nein, kann er nicht. Ich würde wirklich gerne. Hören Sie, da oben ist unser Vorstand. Meinetwegen auch der Papst. Dieser Mann hält keinen Vortrag mehr. Dieser Mann hat einen Blutdruck wie ein Rennreifen und einen Puls so schnell wie ein Geigerzähler in Tschernobyl. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich werde diesem Mann jetzt eine beruhigende Spritze geben und dann geht der heim und legt sich schlafen, der Mann. Punkt um. Sie wissen gar nicht, was Sie mir mit diesem Verbot antun. Das ist wirklich zum Kotzen. Muss man sich alles selber machen. Sie brauchen es bloß abzulesen, Herr Dr. Oberländer. Hier oder lieber unten? Lieber unten. Damit kann sie nichts mehr aus der Ruhe bringen. Da kann eine Bombe neben ihnen einschlagen. Zum Busch. Frau Dr. Lorenz. Wieso dringend? Warum können Sie mir das nicht am Telefon sagen? Ja, ich habe Ihren Anruf schon erwartet. Mehr oder weniger. Der Befund ist eindeutig positiv. Die Blutwerte lassen keinen Zweifel zu. Es tut mir schrecklich leid. Sagen Sie mir einfach, wie lange noch? Oh, die Medizin hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Es hat schon Fälle von Leukämie hier in der Klinik gegeben, die... Herr Zumbusch? Alles in Ordnung? Ja. Wie lange noch? 6 Monate vielleicht. 4 Monate unter Umständen. 3 Monate wahrscheinlich. 3. Will ich Schmerzen haben? Nicht unbedingt. Außerdem sind wir in der Schmerztherapie mittlerweile sehr weit. Bevor wir die nächsten Schritte einleiten, sollten wir weitere Untersuchungen vornehmen. Es gibt keine weiteren Schritte und auch keine weiteren Untersuchungen. Ist wirklich alles in Ordnung? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nee. Sie haben schon so viel für mich getan. Endlich, sag mir mal, ein Arzt, die volle Wahrheit. Gott, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hatte Sie für einen Hypochonder gehalten. Hypochonder. Möglicherweise 4. Vielleicht auch 5. Na ja? Hypochonder, lächerlich. Ja, genau. Schön. So viele Lämpchen. Das ist sehr schön, ja, mit diesen Lämpchen. Ich verstehe. Quatsch.
Weitere Untersuchungen, so ein Blödsinn. Der Pfarrer hat mir immer gesagt, ihr wartet auf mich. Drüben. Als Kind habe ich das geglaubt. Aber das ist eine ganz große Lüge. Oder? Ihr seid nirgends. Ruhepuls. Geil. Sind Sie verrückt geworden? Sie setzen jetzt sofort den Lift wieder in Bewegung. Keine Panik, war nur eine kleine Versuchsanordnung. Und weiter geht die wilde Fahrt. Super geil. Na, wie geht's deinem Finger, du Drückeberger? Na, wie geht's deinen Eiern, du Tittengrabscher? Rotwein, Weißwein. Danke. Leberpastete mit Trüffeln. Ich hoffe, du magst Leberpastete mit Trüffeln. Herzpralinen. Kaviar, alles, was das Herz begehrt. Was soll der Blödsinn? Das ist ein kleines Dankeschön an euch. Das ist ein Abschiedsgeschenk. Du bist ja völlig durchgeknallt. Würden Sie uns mal sagen, was das soll? Du willst die Therapie abbrechen? Ja. Halten Sie sich für gesund. Ich fände das ganz toll, Adrian, wenn du gesund wärst. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin krank. Ich bin todkrank. Ich sterbe in 3 Monaten. Ja, das ist doch ein sehr interessantes Thema. Also vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen was darüber. Nee, ich habe genug Zeit bei euch verschwendet. Und du hast jetzt gar keine Angst mehr? Wofür soll ich denn Angst haben? Ich sterbe. Da brauche ich mich davon nichts mehr zu fürchten. Haben Sie irgendwas genommen? Medikamente, psychogene Drogen oder sowas? Nee. Jetzt, wo ich weiß, wann ich sterbe, wird nicht mehr geredet. Jetzt wird gelebt. Und zwar heftig. Ich will hier in die Scheidung ein. Unter einer Bedingung. Die da wäre? Ich widerrufe alle finanziellen Zusagen. Ich fasse es nicht. Keinen Cent mehr, als das Gericht als Unterhalt verfügt. Aber letztes Mal haben wir uns doch darauf geeinigt, dass Sie große Teile Ihrer Erbschaft... Letztes Mal, da war ich geistig umnachtet. Können Sie Bescheinigung drüber haben, wenn es der Sache dient? Du möchtest mich ohne Geld zurücklassen, nach all dem, was ich durchgemacht habe, du Rolli. Du brauchst es doch nicht, hast du doch selber gesagt. Aber ich brauche es, das Geld. Aber ganz im Vertrauen, lass dich nicht scheiden, warte ab 3, 4 Monate und dann erbst du was. Jedenfalls alles, was ich übrig gelassen habe. Du bist krank. Du bist völlig krank. Ja, todkrank. Hier ist der Befund. Das ist ein wunderbares Beweisstück deiner Narkose. Vor Gericht.
Ja, genau. Wir reichen eine Klage ein. Wie lange dauert sowas? 5 Monate. 4 vielleicht. Ich schaff's in 3. Ach, wunderbar. Da erlebe ich ja vielleicht noch die Verhandlung. Hey, das muss man hier auch. Ich komme wegen der Anzeige. Kommen Sie rein. Gehen Sie einfach durch. Was wollen Sie für die Lampe? 50, 30. 50. 35. Mein Gott, ist das langweilig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen die erfreuliche Mitteilung zu machen, dass alles umsonst ist, ja? Gratis, for nothing, kein Mühen Euro. Sehen Sie, was Sie wollen, dann hauen Sie ab. Aber jetzt, sofort, auf der Stelle. Reinspaziert und werfen Sie sich ins Getümmel, solange noch was rumsteht. Guten Tag, Herr Zumbusch. Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Dem Hypochonder geht's gut. Jetzt, wo er weiß, dass er endlich stirbt, kommen Sie auch rein. Es tut mir so leid, dass ich Sie... Ach, keine weinerliche Stimmung jetzt. Das könnte mir ja den ganzen Lebensabend versauen. Suchen Sie sich doch lieber aus, was Sie brauchen können. Ach, schade, ist gar nichts mehr da, was zu Ihnen passt. Außer mir. Ja? Vielleicht haben Sie Lust zu sehen, wo ich meinen Lebensabend verbringe? Diese Höhe. Sie verstehen, was ich meine? Nein. Ja, schauen Sie doch mal, wie hoch wir hier sind. Ich arbeite mich schön langsam nach oben. Ich habe vor, mein ganzes Geld auf den Kopf zu hauen, meine ganze Erbschaft. Ich hoffe, Sie haben sich nicht verschätzt mit den 3 Monaten, weil sonst wird's eng mit der Kohle. Ich wünschte, ich hätte Ihnen eine bessere Nachricht überbringen können. Ach, da machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Nachricht hat mich befreit. Wie darf ich das verstehen? Das Sofa bitte da hinten in die Ecke und den Sessel einfach davor. Oh, mach mal. Besuchen Sie oft Ihre Patienten? Nein, das ist das erste Mal. Oder nur die, denen Sie ein baldiges Ende voraussagen? Entschuldigung. Ich wollte nicht geschmacklos über den Tod reden, auch wenn es mein eigener ist. Das war nur ein dummer Spruch. Aus Schüchternheit. Erwartet, einen verzweifelten Menschen anzutreffen. Sie verblüffen mich sehr. Sie sind ein außergewöhnlicher Mann. Außergewöhnliche Umstände formen außergewöhnliche Menschen. Ich würde gerne mit euch anstoßen. Es versprach ein Mann aus Schweden, Champagnerflaschen für jeden. Dann fing er an zu reden, auf das Leben vor dem Tod. Und auf das Leben danach? Ein Leben nach dem Tod? Das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Mir reicht schon das Leben davor. Wollen Sie nicht morgen Urlaub nehmen? Und mir einen Tag Gesellschaft leisten? Auf meinem Weg in das große, schwarze Nichts? Ich denke, ich sollte das nicht tun. Auch kennen Sie den Eid des Hippokrates? Lass niemals den Mann allein, dem du den nahen Tod prophezeit hast. Hier, schauen Sie. König Ludwig hat gewusst, wie er sich unsterblich macht. Ja, ganz im Gegensatz zu mir. Der Einzige, der an mich denken wird, ist der Scheidungsanwalt. Quatsch. Meine Eltern sind tot, meine Frau ist froh, wenn sie mich los ist. Meine Kollegen habe ich noch nie leiden können. Wer soll da schon an mich denken? Ich? Dort, der Landgasthof. Können Sie da landen? Ich habe gar nicht gewusst, dass das Leben so schön sein kann. Und was sagt Hippokrates zu solch einem Anlass? Keine Ahnung. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben? Ich heiße Katja. Adrian. Auf was stehst du, Katja? Wie bitte? Musikalisch gesehen. Was liebst du besonders? Hard Rock, Deutsch Pop oder Jazz? Jazz? Jazz!
all your money and fall flat on your back, still you'll find you are falling in love. You may lose all your money and fall flat on your back, still you'll find you are falling in love. You may say it's not funny falling down in the dark, till you see you're falling in love. So mister, hold up tight, don't let go and don't make a frown. Love is sweet, stay on your feet while the world turns upside down. You don't need any money, everything is so funny when you find you are falling in love. So mister, hold on tight, don't let go, don't make a frown. Love is sweet, stay on your feet while the world turns upside down. You don't need any money. Katja! Katja, bleib doch stehen! Hat dir wehgetan? Dann lass mich in Ruhe! So geht das nicht. Hab ich die falsche Musik gemacht? Nein, du hast genau die richtige Musik gemacht. Das ist es doch gerade. Du kannst doch kein Lied für mich singen. Das geht doch nicht. Aber warum geht das nicht? Du bist in 3 Monaten tot. Ich kann mich doch nicht in einen Mann verlieben, der in 3 Monaten tot ist. Nein, bitte. Nein, fass mich nicht an. Hallo, Adrian. Katja. Würdest du noch mal für mich singen? Aber diesmal im Duett. Du mit deinem Leben nach dem Tod. Nein, nein. Die Seele stirbt, wenn wir sterben. Und unsere Körper verwesen. Und den Rest fressen die Würmer. Und von uns bleibt nichts als die matte Erinnerung in den Köpfen mancher Leute. Und sonst nichts. Den Tod überdauert nichts. Die Liebe überdauert den Tod. So eine Liebe habe ich nie kennengelernt. Dann pass gut auf. Kartoffeln.
doch keine Kartoffeln, das sind Krumpern in Ostwestfalen. Aha, bei uns sind es Krummbeere. Bist du Schwäbin? Ja, leider. Ach du lieber Gott. Das ist ein Pülleken hier. Prost. Prost. Ein Bräschling. Und sie bebe. Boah, hast du schöne Deppen. Glotzbäppel. Und das ist ein Schmülleken. Ein feines Näsle und ein süßes Göschle. Geiler Pöter. Katja! Zum Busch. Ja, Rita, was gibt's denn? Mir geht's, naja, ganz ordentlich. Was gibt's denn? Nee, das ist mir scheißegal. Ja, meinetwegen kommt der Vorstand, das kann er gerne machen, aber meine Zeit ist zu schade, um den Laden nochmal zu betreten. Entlassungen? Die wollen die ganze Abteilung schließen? Ja, ja, da komme ich natürlich. Klar. Was? Was war was? Ach so, nichts. Ich hänge gerade Wäsche auf. Ja, bis gleich. Mir scheint, Ihnen ist die Brisanz dieser Situation nicht bewusst. Meine Damen und Herren, es geht hier um Ihre Arbeitsplätze. Ja, bitte? Offensichtlich leiden wir unter einer gewissen Innovationshemmung. Ja und? Ich schlage deshalb vor, eine externe Beraterfirma mit Analysen und Anregungen zu beauftragen. Sie wollen damit sagen, dass Sie es nicht aus eigener Kraft schaffen? Das ist ein Vorschlag für Weicheier, die morgen ihren Job los sind. Moin, moin. Herr Dr. Müller, ich bin entsetzt über die sinnlosen Vorschläge meiner Mitarbeiter. Ich schäme mich, einer Abteilung vorzustehen, die unfähig ist, sich den Herausforderungen des Marktes zu stellen. Ja, ja, der Markt. Sagen Sie mal, Sie scheint es hier alles überhaupt nichts anzugehen. Kommen zu spät und machen hirnlose Zwischenrufe. Schön, dass Sie mir das Wort erteilen. Natürlich schaffen wir das aus eigener Kraft, aber nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Nie die ausgetrampelten Pfade verlassen. Nie neue Ideen zulassen, nie das Gespräch suchen. Alles immer im Keim ersticken. Zum Busch, was soll denn bitte dieser pauschale Rundumschlag? Ach, Oberländer, auch da. Pauschal. Ja, da wäre ich noch mal konkret. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Neurosenversicherung? Sie spinnen, zum Busch. Oberländer, auf diesen Einwurf erlaube ich mir später noch mal zurückzukommen. Fahren Sie fort. Ja, gerne, Müller. Zum Beispiel eine Neurosenversicherung. Trennungsangst, Bindungsangst, Isolation, das sind doch die Probleme, mit denen sich der moderne Erwachsene heute herumschlägt. Und diese Probleme erzeugen Neurosen und dagegen versichern wir. Und zwar schon in der Jugend. Wer mit 30 nachweislich eine Neurose hat, der bekommt Geld. Und das Tolle ist, niemand wird eine Auszahlung beantragen, denn wer gibt schon zu, dass er ein Neurotiker ist? Ich habe noch nie so einen Schmarrn gehört. Aha, Oberländer, das finde ich ja gut. Sie würden tatsächlich zugeben, ein Neurotiker zu sein. Zum Beispiel ein Zwangsneurotiker, weil Sie zum Beispiel, sagen wir mal, unter dem Zwang stehen, dass ein bestimmter Seitenrand eingehalten oder eine bestimmte Schrifttype verwendet werden muss. Es reicht jetzt, Zumbusch. Genau, Oberländer, es reicht, weil durch Ihre Sturheit und Ihre Angst vor neuen Herausforderungen gefährden Sie unsere Arbeitsplätze. Sie sind ein unverschämter Lümmel.
Ein Lümmel bin ich nicht, das muss ich ganz entschieden zurückweisen, aber ich bin ein Idiot, weil ich mich habe erpressen lassen, in Ihrem Sinne einen Bericht abzufassen. Ich bin ein Vollidiot. Ja, lassen Sie doch die Kollegen in Ruhe. Die können doch nichts dafür. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Interessant. Setzen Sie sich oder ich lasse Sie entfernen. Ich sag's Ihnen zum Busch. Das ist doch gar nicht nötig. Ich bin ohnehin am Ende meines kleinen Vortrags angelangt und ich entferne mich freiwillig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich erlaube mir, mich zu empfehlen. Dass bei dir eine Schraube locker ist, das habe ich gewusst. Aber dass du mit deinem Wahnsinn unsere ganze Abteilung zugrunde richtest, das hätte ich nicht gedacht. Ach, was sagte der Esel zum Hahn? Lass uns nach Bremen ziehen. Etwas Besseres als den Tod findest du allemal. Was bist du für ein arrogantes Schwein? Hältst dich immer für was Besonderes? Der Herr fliegt nicht, der Herr fährt nicht mit dem Lift, der Herr isst nicht mit dem gemeinen Volk. Ich krieg's kotzen. Weißt du was? Ich möchte nicht, dass du auf meine Beerdigung kommst. Wenigstens da möchte ich meine Ruhe vor dir haben, ja? Du bist ein Arschloch. Lassen Sie uns einen Moment alleine. Selbstverständlich. Alle Ihre Kollegen zittern. Warum Sie nicht? Es hat sich ausgezittert. Ich hatte mir heute vorgenommen, mit einem eisernen Besen durch die Abteilung zu fegen. Wie ich sehe, fegen Sie die Falschen raus. Was mich betrifft, ich bin schon rausgefegt. Die Abteilung braucht jetzt neuen Wind. Einen Mann mit Mut und Energie. Einen Mann, der sich was traut. Nicht so einen wie dieser Oberländer, so ein Angsthasen. Angsthasen? Ich wollte Oberländer schon lange ersetzen. Ich wusste nur noch nicht, durch wen. Jetzt weiß ich es. Sie sind mein Mann. Da haben Sie mich aber gründlich missverstanden. Das tun Sie mal nicht so unschuldig. Das war doch der Sinn Ihrer ganzen Show, oder? Ach, der Fisch stinkt vom Kopf, habe ich gesagt. Ja, richtig. Ja, aber der Kopf dieser ganzen Scheiße sind Sie. Ich sag zum Abschied leise Servus. Er ist wunderbar. Er ist intelligent, verständnisvoll, humorvoll. Mhm. Ich langweile mich keine Sekunde mit ihm. Sind Sie verliebt? Ja. Er ist so anders. Aber warum weinen Sie dann, wenn Sie mir von Ihrer Liebe erzählen? Weil er bald sterben wird. Bitte? Ich habe ihn im Krankenhaus kennengelernt. Er ist unheilbar krank. Sei einer Ihrer Patienten. Kommen Sie mir bloß nicht mit ärztlichem Ethos, Herr Dr. Elmer. Was kann ich dafür, dass ich mich in Adrian verliebe? Adrian? Bitte? Nichts. Sie haben sich in einen Mann verliebt, der bald sterben wird? Ja, es ist schrecklich. Ja, und dann ist die Trennung ja vorprogrammiert. Ich meine, die ist praktisch eine Beziehung auf Abruf, ne? Aber es ist doch günstig für Sie. Das ist doch genau Ihr Schema. Sagen Sie mal, wie nennt man eigentlich Ihre Therapieform? Freudianisch oder sadistisch? Ich habe erst mit 20 Fahrradfahren gelernt. Kannst du dir das vorstellen? Eine Spätberufene. Wann hast du es gelernt? Als Kind? War ich mal ein Kind? Ich kann mich nicht erinnern. Du erzählst mir nie von früher. Gibt es ein Früher? Bin ich mal zur Schule gegangen? War ich mal verheiratet? Gab es ein Leben vor dir? Ich kann mich nicht erinnern. Ein Mensch ist die Summe seiner Erinnerungen. Weißt du das nicht? Ich bin die Summe alles Vergessenen. Meine früheste Erinnerung ist unsere Ballonfahrt. Wir sind abgestürzt. Alle Beine. Komm. Komm, leg dich zu mir. Komm. Oh. Du hast geträumt. Oh, habe ich einen schrecklichen Albtraum gehabt. Ich habe geträumt, ich wäre gesund. Beruhig dich. Du darfst mit mir nicht mehr über früher sprechen. Nur über die Zukunft. Auch wenn ich keine habe. Ich verspreche es dir. Sie wollten immer, dass ich neben ihnen liege. Aber mir ist es zu nah bei meiner Mutter. Wieso sind deine Eltern am selben Tag gestorben? Bergunglück. Mein Vater ist abgerutscht und meine Mutter war mit am Seil. Der hat sie mit runtergezogen. Das haben sie jetzt erfahren.
1300 Meter freier Fall. Und wie alt warst du damals? 12. Entschuldige bitte, das dauert jetzt einen Augenblick. Hast du Zeit? Ist mir nicht ganz unwichtig, wo ich den Rest meines Lebens verbringe. Hm. Ist doch klar. Das war in Sichtweite meiner Eltern, da habe ich Gesellschaft. Aber das ist zu nah an der Straße, dieser Autolärm. Also ich hasse Autos. Obwohl es hier sehr schön hell ist. Aber das Geknirsche auf dem Kiesweg, das wird mich wahnsinnig machen auf Dauer. Was kommt denn nach dem Tod? Das Nichts? Bin ich da alleine? Und wenn ja, bemerke ich das überhaupt? Na, ich werde es bemerken. Weil du mir fehlen wirst. Du wirst mir fehlen. Na, ich dachte, unsere Körper verwesen und den Rest fressen die Würmer. Den Tod überdauert nichts. Doch, die Liebe. Wir sollten einen Treffpunkt ausmachen. Drüben, wenn es bei dir auch so weit ist. Ich habe sonst Angst, dass wir uns verpassen. Ich will bei dir bleiben, Katja. Ich will nicht weg. Das mit dem Jenseits ist mir zu unsicher. Wollen wir nicht mal überprüfen, ob es mit dem Diesseits nicht doch noch klappt? Hast du in deiner ganzen Laufbahn schon mal eine einzige Fehldiagnose getroffen? Irgendwann macht jeder seinen ersten Fehler. Ich habe im Wartezimmer in so einer Frauenzeitschrift einen Bericht über einen Arzt in San Francisco gelesen, der ganz unglaubliche Heilerfolge bei Leukämie vorweisen kann. Mhm, den Mann kenne ich. Ist ein Scharlatan. Ich will dahin fliegen. Mit dir. Das ist meine einzige Hoffnung. Wart's doch mal ab. Vielleicht bist du ja genesen. Könnte doch sein. In ein paar Tagen wissen wir es. Ja, vielleicht hat die Liebe ja ein Wunder bewirkt. Ich begrüße Sie auf unserem Flug nach San Francisco und möchte Sie nun mit unseren Sicherheitsvorkehrungen bekannt machen. Ihre Beziehung verfügt über 6 Notausgänge. Sie befinden sich im vorderen und hinteren Teil der Beziehung. Sie sind allerdings außer Betrieb, denn Adrian wird dich nicht loslassen bis ans Ende seiner Tage. Was? Was ist? Ich habe geträumt, dass du gesund bist und ich, dass wir zusammen auf immer und ewig. Dann lass mich bitte, ich kann jetzt nur alleine wieder einschlafen. Nicht böse sein. Deine Blutwerte gezeigt. Silvi, ich lebe mit einer anderen Frau, da kannst du nicht einfach einziehen. Ich hab so ein schlechtes Gewissen, Adrian. Ich hab dich doch immer für einen Simulanten gehalten. Ja, ja. Ja, ja. Das war gedankenlos von mir. Ja, geradezu gemein. Ja, geradezu niederträchtig. Ja, und ohne jedes Verständnis für deine Probleme. Ja, so gleichgültig, so narzisstisch, nicht? Möchtest du meine Gefühle verletzen? Ja, das ist meine Absicht. Wie? Silvi, du wirst deinen Koffer jetzt nicht auspacken, du wirst jetzt verschwinden. Du kannst mich gar nicht rausschmeißen, deine eigene Ehefrau. Ich willige in die Scheidung ein. Außerdem muss ich jetzt weg und wenn ich wiederkomme, würde ich mich sehr über deine Abwesenheit freuen. Gut, dann sag, dass ich mich nicht schuldig gemacht habe. Dann geh ich. Nein, ich werde dir doch keine Lügen verbreiten. Adrian, das kannst du mir doch nicht antun. Ich leide wie ein Hund. Stirbst einfach und lässt mich allein. Mit meinem schlechten Gewissen. Das macht mir gar nichts aus. Adrian, das war unverschämt. Ja, genau. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das tut. Wann erfolgte die zweite Blutentnahme? Vor 3 Tagen, als die Beschwerden noch heftiger wurden. Sie selbst haben es mir abgenommen. Hm, ich verstehe. Leukämie, Frau Doktor, was heißt das konkret?
Tut mir sehr leid, Ihnen das sagen zu müssen, Herr... Zumbach. Andreas Zumbach. Pardon, Herr Zumbach. Zumbach? Ja. Herr Andreas Zumbach? Wann waren Sie das erste Mal hier? Vor 3 Wochen. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Susanne, sind die neuen Laborergebnisse von Adrian Zumbusch schon da? Dr. Lorenz? Zumbach. Nein, nicht Zumbach, Zumbusch. Adrian Zumbusch sind 2 völlig verschiedene Menschen. Der Blutentnahme war gestern, das muss schon da sein. Adrian Zumbusch. Zumbach, Zumbusch. Die haben das verwechselt. Mein Gott, Adrian. Adrian Zumbusch, Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Adrian, ich bin's. Ich bin auf dem Weg zu dir, muss ich unbedingt sprechen. Warte auf mich, ja? Tschüss! Adrian! Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Ich bin die Ehefrau von Herrn Zumbusch. Ah ja, ich bin seine neue Lebensgefährtin. Ah ja, Sie wollen mir meinen Mann vor der Nase wegschnappen. Sie wollen verhindern, dass ich die letzten Monate mit ihm verbringe. Die letzten Monate seines Lebens? Es sind nicht seine letzten Monate. Was wissen Sie denn, Sie herzlose Person? Ich weiß mehr, als Sie glauben. Ich bin seine Ärztin. Und Zucht mit Abhängigen. Ach, und Sie? Warum sind Sie hier? Doch nur, weil Sie glauben, dass er bald tot ist. Unverschämtheit. Aber er ist gesund. Gesund? Ja. Gesund. Es war eine Fehldiagnose. Wegen Fehldiagnose? Belogen hat er mich. Er hat sie nicht belogen. Er wusste es nicht besser. Mein Gott, sind Sie naiv. Sie kennen ihn doch gar nicht. Fahren Sie gerne Ski? Ja. Ich auch. Ich war Jugendmeisterin im Abfahrtslauf. Aber Adrian fährt nicht Lift, nicht Seilbahn, nicht Gondel. Er betritt kein Hallenschwimmbad, weil es könnte mir jemand auf den Kopf springen. Er besteigt ab Herbstbeginn kein Auto, weil es einen Wintereinbruch geben könnte. Und er ist seit Jahren nicht mehr zur Wahl gegangen, weil er in Wahlkabinen klaustrophobische Anfälle bekommt und angeblich diese Verbesserungen in der Therapie. Dr. Elmer sagt dies, Dr. Elmer sagt jenes. Alles sinnlos, völlig rausgeschmissenes Geld. Dr. Elmer? Ich habe alle Zeitungen abbestellt, den Fernseher verhökert, das Radio in den Keller, weil Adrian es nicht erträgt, von all den Katastrophen in der Welt zu erfahren. Ich war der uninformierteste Mensch der Welt. Vom Fall der Mauer habe ich nur erfahren, weil die Marktfrau den Kopfsalat in Zeitungspapier eingewickelt hat. Sie können einem wirklich leid tun. Viel Spaß in der Hölle. Und also diese Diagnose ist jetzt verlässlich, ja. Er ist gesund. Mhm. Er ist kerngesund. Er ist gesünder als wir alle zusammen. Und wie geht's Ihnen mit dieser Neuigkeit? Ich bin glücklich. Wirklich, ich bin sehr glücklich. Ja, das freut mich für Sie. Jetzt haben Sie einen Mann, den Sie lieben. Einer, der mit Ihnen leben will. Also nicht nur für 3 Monate, sondern für Jahre, für viele Jahre. Also vielleicht sogar bis Ende der Tage. Hm? Ist doch schön. Wie geht's Ihnen denn mit dieser Neuigkeit? Um mich geht's hier gar nicht. Ach so, ich dachte, deswegen wären Sie hier. Ich weiß, dass er bei Ihnen in Behandlung war. Offenbar wegen phobischer Zustände. Dazu kann ich nichts sagen. Herr Dr. Elmer, jetzt machen Sie mir hier nicht auf ärztliche Schweigepflicht. Wir sind hier unter uns. Nein, das sind wir nicht. Ich bin der Therapeut, Sie sind meine Patientin. Ich halte mich an die Spielregeln. Ich will wissen, wie er reagieren wird, wenn er die frohe Botschaft hört, dass er gesund ist. Wissen Sie, was mir auffällt? Ich habe nicht das Gefühl, dass es für Sie auch eine frohe Botschaft ist. Lassen Sie mich mal aus dem Spiel. Wie wird er reagieren? Wissen Sie, mit der menschlichen Seele ist das so. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass nichts sicher ist. Wird er wieder so sein, wie er vorher war? Sie müssen es ihm mitteilen. Jetzt sofort. Sie haben ihn doch seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Sie wissen doch gar nicht, wie gut es ihm geht. Sie wissen doch gar nicht, wie sehr er das Leben genießt. Das kann ich doch nicht knallauffallgefährdend. Ich würde ja sein ganzes Lebensglück zerstören. Würden Sie es ihm nicht sagen, würde ich es tun. Ich werde mit ihm verreisen. Das hat er sich gewünscht. Nach San Francisco. Dort werde ich es ihm beibringen, ganz schonend. Und Sie lassen ihn in Ruhe. Sehr geehrte Fluggäste, Passagiere.
herzlich bitten, sich nach Ankunft in Frankfurt sofort zum Terminal B zu begeben. Ich bin dir so dankbar, dass du mit mir dorthin fliegst, auch wenn der Mann ein Scharlatan ist. Auf das Leben vor dem Tod. Auf das Leben vor dem Tod. Adrian, versprichst du mir was? Und versprichst du mir, dass du auch in Zukunft alles tun wirst, damit wir ein glückliches Paar bleiben? Ja, das verspreche ich dir. Ich werde alles tun in diesen 3 Monaten. Du hast mir gar nicht gesagt, wie der Befund ist. Der ist noch nicht fertig. Du sagst mir nicht die Wahrheit. Es sind weniger als 3 Monate. Katja, bitte sag mir die Wahrheit. Nein, es sind keine 3 Monate. Katja, bitte sag mir, was los ist. Es war eine Fehldiagnose. Du bist kerngesund. Ich bin gesund? Ja. Ich bin gesund? Ja. Ich werde dich nicht loslassen. Bis ans Ende meiner Tage. Ich bin gesund. Herrlich. Was ist denn das? Was? Na los! Was denn? Wir stürzen ab! Wir stürzen ab! Nein! Wir stürzen ab! Adrian! Nein! Nein! Adrian! Nein! Da! Guten Abend. Wie ist Ihr Name? Adrian Zumbusch. Entschuldigung! Moment mal bitte. Guten Abend. Ich bin Dr. Katja Lorenz. Ich bin die behandelnde Ärztin von Herrn Zumbusch. Guten Abend. Herr Zumbusch ist völlig harmlos. Er leidet nur unter schweren Phobien. Wir hatten gemeinsam einen Testflug absolviert und das lief leider nicht so wie geplant. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Patienten. Das ist eine unverantwortliche Gefährdung des Luftverkehrs, was Sie da gemacht haben. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Frau Kollegin. Dürfen Sie, kann ich die Überweisungspapiere unterschreiben? Seit wann hast du das gewusst? Was gewusst? Dass ich Phobiker bin. Seit ein paar Tagen. Und die Fehldiagnose? Seit... Lüg mich jetzt nicht an. Ich hab doch nicht gewusst, wie du reagieren würdest. Natürlich hast du das gewusst. Darum hast du es mir ja auch nicht gleich gesagt. Du willst halt keinen Phobiker als Freund. Du willst lieber einen, der das Leben liebt. Das wäre mir auch lieber. Adrian, es tut mir leid, ich hab das nicht gewollt. Jetzt muss ich ein Leben lang leben. Ich kann das Leben nur genießen, wenn es bald aus ist. Anders halte ich es nicht aus. Komm, Adrian, lass uns nach Hause fahren. Ich will nicht miterleben, wie sich wieder eine Frau von mir abwendet. Weil sie mich nicht mehr erträgt. Ich werde dich nicht verlassen. Warum hast du es mir nicht gleich gesagt, als du es erfahren hast? Warum hast du nicht gleich gesagt, Adrian, tut mir leid, du stirbst nicht? Aber das hast du nicht getan, Katja. Schon in diesem Moment, Katja, schon in diesem Moment hast du mich verlassen. Bitte geh nicht weg. Thank you.
Und, hat sie dich schon rausgeschmissen? Sie hat aber schneller kapiert als ich. Kann ich bei dir wohnen? Nur für ein paar Tage. Das letzte Mal wurde draus eine Ehe. Ja, wie es so schön heißt, Ficken ist mein Leibgericht, aber Mutti kocht es nicht. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte nie wieder aus deinem Munde hören, dass ich narzisstisch und egoistisch bin. Das habe ich nie behauptet. Jedenfalls nicht bei wachem Verstand. Das ist übrigens mein Mann, mein Ex-Mann, mein zukünftiger Ex-Mann. Du schuldest mir einen Schrank. Adrian zum Busch. Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Hallo Adrian, hier ist Katja. Ich bin gerade in der Gegend. Ich habe gedacht, ob wir nicht vielleicht zusammen einen Kaffee... Ist gut, Adrian. Es hat sich offensichtlich erledigt. Hast ein gutes Geschäft gemacht. Der Designerschrank ist mehr wert als dein Sperrholzgraffel. Der Rest der Möbel ist ein Geschenk des Hauses. Du verbuchst einfach unter der Rubrik Schmerzensgeld. Welche Schmerzen? Deine oder meine? Leb wohl. Adrian Zumbusch. Sie hatten mich angerufen? Andreas Zumbach.
Es freut mich, den Mann kennenzulernen, der statt meiner hier liegen sollte. Sie glauben gar nicht, wie gern ich mit Ihnen getauscht hätte. Ach, hören Sie auf mit den Scherzen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Sie haben meinetwegen sicherlich eine grauenhafte Zeit durchgemacht. Es tut mir sehr leid. Das war kein Scherz. Ich wäre froh, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Tatsächlich. Da hatten wir ja beide was davon. Sie hatten eine ganz neue Lebenserfahrung. Und mir wurden noch ein paar unbeschwerte Wochen geschenkt. Darf ich Sie etwas fragen? Alles, was Sie wollen. Allzu viel Zeit bleibt uns übernehmen. Sie machen keinen verzweifelten Eindruck. Täusche ich mich? Oder wollen Sie einfach Ihre Gefühle verbergen? Nein. Ich bin nicht glücklich, dass ich sterbe. Aber ich bin glücklich, dass ich gelebt habe. In vollen Zügen. Und irgendwann ist die Uhr abgelaufen. So ist das nun mal. Auch eine? Ich rauche nicht. Schlecht für die Lunge. Das ist ein großer Fehler. Sterben werden Sie sowieso. Ob an Havannas oder am Alter. Jeder stirbt. Wie schmeckt denn so eine Havanna? Das kann ich dir nicht beschreiben. Das musst du schon selber herausfinden. Auf Kuba gibt es ein Sprichwort. Wenn zwei Männer so lange reden, wie es braucht, um eine Havanna zu rauchen, dann wird einer von beiden sein Leben verändern. Das ist interessant. Oh, pardon. Ist sie die große Unbekannte? Ja. Andreas? Ah, das ist Herr Zumbusch, meine Frau. Guten Tag. Na los, geh schon hinterher. Ich komme bald wieder, ja? Auch schon nach. War mir ein Vergnügen. Katja? Hallo, Katja. Hallo, Adrian. Wie geht's dir? Gut, danke. Jedenfalls besser als ein Zumba. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut, danke. Du lebst jetzt wieder mit deiner Frau zusammen? Nein, da bin ich ausgezogen. Hättest du vielleicht Lust auf einen Kaffee? Ich habe leider keine Zeit, es tut mir leid. Für einen alten Freund. Na gut, eine halbe Stunde. Meinetwegen. Willst du nicht reinkommen? Nein, lieber nicht. Immer noch nicht? Nein, das geht nicht. Auch wenn ich hier stehe. Das hat nichts mit dir zu tun. Wir sehen uns unten. Ich nehme die Treppe, ja? Komm rein und beweis mir, dass du wirklich zu mir willst. Komm raus zu mir, wenn du mich wirklich liebst. Ach, Adrian, das tue ich doch. Nein, das tust du nicht. Du benutzt meine Krankheit als Ausrede. Ach ja. Ich kann da nicht rein, weil ich Angst habe. Aber warum bleibst du denn da stehen? Weil du auch ein Problem hast. Ich habe keine Ahnung, welches, aber du hast ein Riesenproblem. Und deshalb kannst du nicht mehr aus diesem lächerlichen Aufzug aussteigen. Du kannst mir nicht mal sagen, warum. Du beleidigst mich. Ich liebe dich. Wir sehen uns unten. Wir sehen uns unten. Thank you.
Lösen von alten Gewohnheiten. Und da habe ich... Hallo. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ein Ballonflug. Überflüssiger Quatsch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Man schwebt hunderte von Metern über der Erde. Bitte, hör auf, ich kann das nicht hören. Geiler war allerdings das Achterbahnfahren, also Fünferlupe. Oh Gott, Adrian, das Leben muss so schön sein. Da meinst du, dass dir die ganzen Innereien... Sag mal, willst du uns fertig machen, oder was? Das Leben ist herrlich, einfach umwerfend. Das ist Quatsch, das ist schrecklich da draußen. Die hat halt einfach die Sicherung in einer Richtung rausgehauen, das ist alles. Jetzt haust du auf die Kacke mit deinem schönsten Ferienerlebnis. Dummes Zeug. Du hast mir gefehlt, Georg, wirklich, du hast mir gefehlt. Ich meine das ganz ehrlich. Wirklich? Ja, wirklich. Du hast uns auch gefehlt, Adrian. Sehr. Ihr habt mir alle gefehlt. Es ist toll, wieder bei euch zu sein. Ich fühle mich richtig heimisch hier. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Ehrlich. Krummbiere. Rumpern. Lässt ihn noch Grüße bestellen. Wann ist er denn? Vor 2 Stunden. Er ist einfach eingeschlafen. Er hatte noch einen letzten Wunsch. Er möchte, dass Sie die Grabrede halten. Ich? Und wieso ich? Ich kannte ihn doch kaum. Er meinte, dass Sie die richtigen Worte finden. Wie viele Trauergäste erwarten Sie denn? Er hatte viele Freunde, an die 100. 100? Das tut mir leid, das kann ich nicht. Er sagte, er sei ja auch ein bisschen für Sie gestorben. Damit etwas Neues entsteht. Er hatte manchmal so seltsame Gedanken. Mein herzliches Beileid, Frau Zumba. Mein herzliches Beileid. Meine liebe traurige Witwe. Liebe traurige Söhne und Töchter. Liebe traurige Verwandte. Trauer. Gemeinde. Der Anlass, zu dem wir uns versammelt haben, ist ein trauriger Toter. Hallo Adrian, hier ist Katja. Ich wollte dich sprechen. Ich wollte dich sowieso sprechen, aber ich wollte dir auch eine traurige Nachricht mitteilen. Ruf mich doch an. Bitte. Meine verehrte, trauernde Witwe. Soeben erhielt ich die Nachricht. Letzter Wunsch, du so ein Blöder! Verehrte Trauergemeinde, wieder hat der gütige Gott einen unserer liebsten Mitmenschen zu sich gerufen. Und wir sind versucht, an der Güte unseres Gottes zu zweifeln. Warum nur fügt er uns so viel...
Warum nur fügt er uns so viel Schmerz zu? Warum nur fügt er uns so viel Schmerz und Elend zu? Die Kraft unseres Glaubens wird hier auf eine harte Probe gestellt. Jedes Ende ist zugleich ein Neubeginn. Und so stehen wir zwar in großer Trauer am Sarg des Toten, aber auch in Hoffnung. Und jetzt möchte ein Freund des Verstorbenen einige Worte an uns richten. Bitte, Herr Zumbusch. Verehrte trauernde Witwe, liebe Kinder, liebe Trauergemeinde, verehrte liebe Trauergemeinde, der Tod ist Schrecken. Ist ein Schrecken, eine unweichliche, unausweichliche Katastrophe für denjenigen, der sie ereilt. Und niemand kann sich der Unausweichlichkeit entziehen. Der Tod. Ich habe den Toten kaum gekannt. Ja, ich habe ihn kaum gekannt. Wir haben uns mehrmals gesehen, aber gesprochen habe ich ihn nur einmal. Wir haben einige Stunden gesprochen und geraucht. Eine ganze kubanische Zigarre. Wir sind Freunde geworden. Der Tod, der Andreas Zumbach und ich. Andreas Zumbach hat geliebt. Der hat seine Frau geliebt. Der hat seine Kinder geliebt. Überhaupt hat er das Leben geliebt. Das hatte er vielen von uns voraus. Und er hatte keine Angst, so wie wir Angst haben. Vor dem Unbekannten, vor dem anderen Menschen, vor dem Leben. Er wusste, dass jede Angst eigentlich eine Angst vorm Tod ist. Und dass der Tod zum Leben gehört. Für jeden von uns, unausweichlich. Und er wusste, dass es ein Gefühl gibt, das stärker sein kann als diese Angst. Die Liebe. Die Liebe zu einem Menschen. Nur die Liebe kann das Leben lebenswert machen und den Tod erträglich. Und wer die Liebe nicht kennt und nicht erleben kann, der wird den Sinn des Lebens nicht begreifen und den Sinn des Todes erst recht nicht.